Verdammt, bist du hässlich. Das denke ich mir auch gerade. Aber warum? Ach, wir sind hier quasi dran vorbei. Geralt. So, kommt da gleich jemand wieder runter? Ich töte sie mittlerweile echt lieber im Wasser. Weil im Wasser sind sie so schnell tot. Ist herrlich. Wir schwimmen und wir schwimmen. So, das ist das nächste Ziel. Ich habe mir jetzt, während ich die Bücher lese, höre ich nämlich nebenbei auch den Soundtrack dazu. Ich hasse den Stuhl. Beziehungsweise nicht den Stuhl, ich hasse die Rollen. So. Ich rolle schon wieder weg. Ich hasse es. Und höre mir jetzt auch gerade den Soundtrack des ersten Teils an. Den ich ja auch schon richtig geil fand. Ich kann das nur jedem wärmstens empfehlen, sich das mal anzuhören. Und Pärchen. Hallo, lass mich doch mal. Komm, 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 komm. Wer hat noch nicht? Geralt, du wirst das nur einmal machen. Nicht zweimal. So. Mal gucken, was hier Schönes drin ist. Ich befürchte, dass wir das die Hälfte davon wieder rausschmeißen dürfen. Aber ich hoffe einfach auf das Beste. Noch so ein Viech. Also nicht wundern, ich nehme immer erst alles mit und danach gucke ich, ob ich es weiden würde oder nicht. Also eigentlich wollen wir ja auch nur die ganzen Nebensachen jetzt beenden. Bevor ich mit MDC weitermache. Hallo Timme, schön, dass du reinschaust. Ist alles gut bei dir? Ich glaube, ich habe mir heute doch so einen kleinen Sonnenbrand weggeholt. So ein Mini-Sonnenbrand. So. Und da ist nächstes hin. Das ist Feierabend. Sehr schön, sehr schön.
Ja, ich noch nicht. Bei mir dauert's noch. Wobei, das hier ist ja sehr spannend. Das Vorschiff passt, ist auch gerade oben und räumt soweit alles auf. Was er heute so im Garten unordentlich gemacht hat. Ich glaube, er muss nachher auch noch arbeiten. So. Jetzt spielen wir wieder Meerjungfrau. Blindfisch, das Grüßen da. Aber ich glaube, das wird nicht alles sein. Doch, war alles. Aber ein. Aber ein ertrunkener Toter. Stirb. Nein, noch mehr. Nein! So weiter und ich ertrinke hier. Da ist unser Boot. Ich finde es immer so lustig, den nach oben schwimmen. Ah, mal aus. Hier raus. Hier hin. Wieder in die Karte rein. Warte, wie wollten wir lang gehen? Hier unten lang, ne? Ja. So diese ganzen extra Sachen so einmal abgrasen. Ich wiederhole nochmal, es wird kein 100% run, aber ich möchte so viel, wie es irgendwie geht. Finden. Oh nein, nicht wieder. Klasse sie. Sirenen sind scheiße. Ich mag die in den meisten Büchern schon, diese Sirenen. Mit den Spielen mag ich sie genauso wenig. Ist da noch einer hier? Reißt dich am Riemen. Ja, den erreichst du nicht, Geralt. Auch wenn du gerne noch einen zweiten Schuss mit der feuerst. Und die erreichst du nicht. So, dann einmal da hinten noch rüber. Na schön. Hoch. Wie so eine halbe Kraft anstrengend. Nein, nicht wieder runter. Geralt. Danke. Warum ist mein Schiff eigentlich schon wieder in Schrecklage? Ich weiß noch beim letzten Mal, wo wir Witcher gespielt haben und das Schiff quasi im Untergehen war, aber eigentlich wiederum auch nicht. Genau das. Ein unsichtbares Fass? Ein Fass, durch das man durchgehen kann. Sachen gibt's. So. So, jetzt ist unser Boot kaputt. Ich hatte eigentlich vor, mit einem heilen Boot am Christian zu kommen. Klappt mal wieder super. Das war gar nicht. So, und wieder ein Schmuggler versteckt. Nein, halt. Ich weiß, es dauert so ewig lange, bis wir angekommen sind, aber... Ich will doch nur so gut wie alles finden. Kann mir sein... Hallo. So, da hinten ist noch... Natürlich. Habe ich erwähnt, dass ich Unterwasserkämpfer hasse?
glaube in sämtlichen Spielen bisher. Wobei, am allerschlimmsten fand ich die Kämpfe im Primal unter Wasser. Ich wollte gerade sagen, weißt du, der fliegt auf... Fliegt. Schwimmt auf dich zu. Und... Ne? Gleitet durch einen... So. Was schwimmen. Und unser Inventar ist voll. Und wir kriegen keine Luft mehr. Das war knapp. Mehr als knapp. Geralt, ein Hexe am Limit. So, was haben wir denn als... Oh Gott. Ich befürchte zwar, dass wieder nichts für uns dabei sein wird. So, Leichtrüstung will ich nicht. Ich suche eigentlich nach einer schweren Rüstung. Also wir haben zwar eine, gerade erst bekommen. Aber es hätte ja sein können, dass es noch bessere gibt. Weißt du auch, wir könnten das alles wunderbar verkaufen. Das Problem dabei ist, wir machen die Händler arm. Wir haben so viel, was wir mit uns schleppen. Aber kein Händler dieser Welt wird uns das alles abkaufen können, was wir hier im Inventar besitzen. Also, alles weg. Das stimmt. Ich kann wahrlich. Dory! Wir müssen uns unbedingt mal wieder Findet Nemo angucken. Unbedingt. Ich hab ja gesagt, ich hätte lieber geguckt. Also, ne? Wir müssen unbedingt mal wieder einen Kuschelabend machen. Einfach mal Ruhe aufs Sofa fläzen. Mir fällt gerade ein, ich brauche unbedingt dann bald mal irgendwie die nächste Konsole, damit ich die PS4 nach oben räumen kann, damit man oben endlich wieder Disney Plus gucken kann. Bei unser eines Gerätes ist ja über den Jordan gegangen. Leider. Das heißt, wir können im Wohnzimmer kein Disney Plus mehr gucken. Und da mein Laptop noch nicht hier an Ort und Stelle ist, geht das leider auch noch nicht. Und die PS3 sagt leider Nein dazu. Weil das wäre richtig geil, dann könnte ich die PS3 runterräumen. Wobei die Frage ist, kann ich, ob man auf der PS5, wenn man sie dann hat, auf die PS4-Spiele, die man halt, ne, in der Bibliothek hat, ob man die dann darüber auch spielen kann. Das wüsste ich gern mal. Weil das wäre dann... meine ich es einfacher. Weil dann könnte ich dann nämlich tatsächlich die PS5 hochräumen. Aber das dauert ja noch Ewigkeiten. Normal Sterbliche kommen ja eh nicht an die PS5. Das wird dauern. Ich bin froh, wenn ich am Ende des Jahres wieder eine habe. Viel wichtiger als Bruce Tori. So, ja, wer soll noch kommen? Wie ist nochmal Nemos Vater? Marlin? Doch, Marlin, glaube ich, oder? Weiß es nicht mehr. Das ist zu lange her. Ich weiß noch, das allererste Mal, wo ich Findet Nemo gesehen habe, das war mit meinem Großvater damals noch. Bin ich mit meinem Großvater noch im Kino gewesen. Und er hat mir dann diese... Damals gab es ja zu den neuesten Kinofilmen immer noch so Sammelalben mit diesen
Bildchen. Wo man dann halt, ich glaube, 100 oder 200 Bilder da sammeln konnte. Das war cool. Ich glaube, von Findet Nemo habe ich sogar komplett alle Bilder gehabt. Was ist das? Da, Geralt. Das ist ungefähr wie mit den Katzen. Geralt ist echt vergleichbar mit so einer Katze. Man sagt, oder man macht etwas, was Geralt tun soll. Geralt tut es zwar, aber nicht, weil Geralt seinen eigenen Willen hat. Und das glaube ich bis jetzt immer noch, dass Geralt einfach... Er tut einfach nur so, als wäre er Computer generiert. In Wirklichkeit hat er ein ganz eigenes Leben. Deswegen schießt er auch immer zweimal und nicht einmal. Oder er kann plötzlich nicht mehr tauchen, wenn man auf Tauchen drückt. Percy Jackson muss ich unbedingt mal lesen. Ich glaube, die Buchreihe habe ich seit Jahren auf meiner Wunschliste und ich krieg sie nie. Gut, liegt vielleicht auch daran, dass ich sie gebunden haben möchte. Jetzt fragt dich, warum ich gebundene Bücher haben möchte. Ich habe ein Faible mittlerweile für gebundene. Unter anderem auch, weil sie keine Riesen. Also, besser keine diese Regeln. Nippol. Ist noch jemand? Doch, da hinten ist noch einer. Das schaffe ich. So kann ich nicht zielen. So. Ey, das ist unfair. Es geht hier mit unrechten Mitteln zu. Kurz hier hoch. So, abmachen kommen. Da. Und da hinten hier schwimmen. Und hoffen, dass wir überleben. Einmal nach oben. Aber keine Angst, wir haben es auch bald zu unserem Zielort geschafft. Ich glaube, es würde auch schneller gehen, wenn wir nicht ganz alles im Meer suchen müssten. Das würde das Ganze deutlich viel schneller gehen, wenn nicht ganz langweilig. So, wo müssen wir als nächstes hin? Da. Wie gesagt, alle Fragezeichen werde ich nicht machen. Sind wir in 3 Jahren noch nicht mehr durch. Das wäre dann ungefähr so wie die Nadel im Heuhaufen zu suchen. Ich drücke auch mal wieder die falsche Taste. Was sie hier noch hätten einbauen können, wären so Wirbelstürme gewesen. Also nicht häufig, aber so manchmal. Ich bin immer froh, wenn ich heil aus diesen Smuggler-Verstecken quasi rauskomme. Rett bitte schwimm einmal nach unten. Nein, nach unten. Ich töte die Viecher mittlerweile auch echt lieber im Wasser. Deswegen springe ich immer direkt rein. Als
im Boot, weil sie hier nach, also mit einem Schiff über den Jordan gehen. Sofern Geralt nicht daneben schießt. Das ist ein flachendes Dorf vertrieben. Ja, hier oben in der Region, wo wir jetzt sind, könnte es durchaus möglich sein. Also unwahrscheinlich wäre es nicht. Das ist ja hier eher so. Na gut. Und Loch Ness ist ja eigentlich in Schottland. Aber hier. Bei den ganzen Seen, Meeren, könnte es möglich sein. Es gibt zumindest Wale. Ey, gehst du da mal runter von meinem Boot? Was ist das denn für eine Troller? Haus. Sag mal. Hau ab von meinem Boot. Such dir eine andere Mitfahrgelegenheit. Alter, du hast Flügel. Benutze sie. Alter, unglaublich. Unglaublich. Sag die da einfach in mein Boot. Die hat sie doch nicht alle. Das Ding ist. Ah. Okay, ist verbuggt. Gott, jetzt sind nur noch 3 Zwischenziele, dann haben wir's. 3! 3 Leute. Wo sind wir denn? Hat einer was dagegen, wenn wir schwimmen? Ja, mich denn das gut. Scheiße. Dauert ja nicht lange. Ganz ehrlich, die Ausdauer beim Schwimmen hat kein Mensch. Nie und nimmer. Ich hab das Boot zum Sinken bekommen. Das ist doch scheiße. Oh. Hacke, verdammt. Ich hätte in der Spelunke beim Bier trinken bleiben sollen. Das wär angenehmer gewesen. Mach mal, ist gut für den Rücken. Dann weißt du ja, was du im Sommer wieder machen kannst. Weißt du, statt eine große Rasenfläche hätten wir vielleicht den Pool vergrößern sollen. Einfach so. Mit so einem. Einfach so lang. So lang. Bis zur Straße hinten. Wir überfluten einfach den kompletten Garten. Scheiß auf Garten. Da muss man keinen Rasen mehr mähen. Wir dürfen jetzt nur kein volles Inventar haben. Komm schon. Das habe ich aber auch noch nicht erlebt. Sieht irgendwie unheimlich aus. Meinst du? Du musst aber aufpassen, dass du dir nicht die Kopf anhaust. Okay, Geralt geht die Puste aus. Ja. Ach da. Ich wollte gerade sagen, hier ist noch gar nichts. Nein, du sollst. Ich bin froh, dass wir keine Pfeile haben, die wir. Bolzen, die wir schießen können. Ich glaube, sonst wären wir mittlerweile arm. Ja.
Dann machen wir das weg und machen das dahin. Warum gibt es eigentlich keinen Reparaturservice für seine Boote? Wäre viel cooler gewesen. Ein Reparaturservice für seine Boote. Weil was macht man, wenn alle Boote kaputt sind? Ich meine, ich würde es hinkriegen bei meinem Fahrstil. Ich schaffe es noch nicht mal bei GTA komplett geradeaus zu fahren oder einen Unfall zu bauen. Also, selbst mit Plötze, also selbst wenn ich da irgendwo reite, knall ich irgendwo gegen. Ja, also. Schick. Nein! Helikopter ist eine ganz, 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 ganz blöde Idee. Genauso wie Flugzeuge. Flugzeuge in GTA. Ein Graus. Bin froh, dass ich diese Mission nie wieder machen muss. Die es da gab. Das ist mein Schlafpunkt. Ich weiß nicht, ob ein Schlauchboot diese Reise durchhalten würde. Bin mir da nicht so ganz sicher. Wahrscheinlich bei meinem Glück, wenn ich dann einen Kampf hätte, würde ich einmal so mit der Schwertspitze in die Schlauchboot rein und dann geht es einfach nur so wie in den Comics und so im Kreis. Wie bei Donald. Donald und Goofy. Oder Pro wäre das genauso. Einmal nach oben. So, dann gucken wir mal, was wir hier Schönes haben. Ich möchte nichts, was wir gebrauchen können. Ich fürchte richtig. Das Einzige, was wir halt wirklich gebrauchen können, ist das hier, aber dafür fehlt uns das Level. Dass wir wieder rausschläfchen lassen. Ja, vielen lieben Dank, dass du da warst. Und dir ein schönes Schläfchen. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. So. So, warte, wo? Ich habe schon wieder den elendigen Ruf gehört. Aber dann sind wir endlich da. Und das alles nur für so ein scheiß Schatzquest. Demnächst teleportiere ich mich einfach. Also mach es schneller, also. Schmuggler versteckt. Schon wieder. Ach, Scheiße, was fliegt denn da alles rum? Yo. Die kriegen auf jeden Fall keine Langeweile. Gibt es da nicht einfach eigentlich Frauenterror bei den ganzen Sirenen? Also Sirenen sind ja, meine ich, immer Frauen. So, bitte aber schnell weg hier. Ich verstehe immer noch nicht, wie unser Boot gesunken ist. Ich meine, wir hatten keinen großartigen Crash. Da war ein Fass. Ein Fass kann ein ganzes Boot nie und nimmer zum Untergehen bewegen. Also da müssten ganz gravierende Umstände sein, damit das passieren könnte. Ich hätte es auch noch verstanden können, wenn ich mit voll Karacho raufgeknallt wäre. Hätte ich auch noch verstanden. Aber ich war langsam. Ich bin gerade erst losgefahren. Wenn es ein Fass verfurt ist, ist es auch möglich. Stimmt. Stimmt. Also hattest du deine Finger im Spiel? Frisches. Ich wollte gerade erst Fässchen sagen, aber Frisches passt besser. Da ist eine Kiste. Kiste. Öffne. Öffne dich für mich so. Sirene.
Die Schatzsucher-Quests sind echt, echt anstrengend. Aber so viele haben wir ja, glaube ich, gar nicht mehr. Huch. Ja, so viele sind es nicht mehr. Nee. Wie viele Hexaufträge haben wir noch? Auch nicht mehr so viel. Also wir nähern uns dem Ende. Weil ich werde erst einmal zum Schnellreise. Punkt gehen. Weil so ohne Bolt sind diese Suchaufgaben dann doch ein bisschen lästig. Das muss ich euch jetzt nicht durchgehend antun. Normal ist das ja okay. Ich hätte das auch besser aufteilen sollen. Irgendwas so. Ich hätte das zwischendurch immer mal wieder machen können. Zeig mir, was nicht du jetzt zu am Ende. Hast. Und wir müssen noch einmal rasten, auf jeden Fall. Eine Rast brauchen wir noch. Jetzt ist auch alles wieder aufgefüllt. Und Schnellreise. Schnellreise. Ach, da. Ich glaube, ich werde soweit auch keine neuen Quests erstmal mehr annehmen. Falls wir noch welche finden sollten. Damit wir das jetzt erstmal alles abarbeiten können. Gut, bis auf halt Gwent. Weil Gwent, ja. Wenn ich da jetzt versuche, alles zu schaffen, bin ich in 3 Jahren noch hier, weil ich einfach zu blöd bin, das Spiel zu kapieren. Da ist eine Schatztruhe. So war jetzt nicht so sonderlich schwierig. So, dafür würde ich dann halt auch wieder die Schnellreise machen. Können wir uns beide auch wieder den jetzt normalen Hexaufträgen widmen. Die sind dann wieder ein bisschen interessanter. Als das jetzt hier. Rumtreiber. Naja, Rumtreiber, ich weiß. Da. Solche wie dich kenne ich.
Ich glaube nicht, dass sie mich kennen. Oder durch mich. Ich ahne, dass da wieder Sirenen sind. Wobei, ganz ehrlich, wenn ich so an Sirenen denke, möchte ich meine eine Buchreihe wieder lesen. Die war gut. War echt gut. Das haben wir fertig. Das geht aber echt schnell mittlerweile. Na gut, das sind jetzt auch nicht mehr so wirklich schwierige Aufgaben. So eine Hexe. Okay, da müsste ich dann wieder mit dem Boot hin. Das heißt, da jetzt einmal wieder zurück. Oder? Warte mal. Na doch, kann ich einmal nach da. Okay, doch. Habe ich mich gerade verguckt. Dann mache ich zumindest diese eine Schatzsuche noch fertig. Für die andere. Mal gucken, mache ich vielleicht, wenn wir die DLCs machen. Und da ist ein Boot. So. Und wehe, das Boot geht auch wieder unter. Dann will ich nie mehr. Ja, cool, wenn da auch so ein Schnellreisepunkt wäre. Ich glaube aber ja weniger. Mhm. Ah, noch Schreckliches. Wirklich, wirklich schreckliches. Wobei bisher keine Sirenen. Oh, so früh gefreut. Nein, bitte einmal. Wäre schön.
Dann. Knapp. Sehr knapp wieder. Gut, dann können wir jetzt entweder einmal das hier machen. Eine ist da oben. Das andere ist da. Ja, wie machen wir das? Komm ich da durch? Ja, kommen wir. Gut. Wir reisen erst, gehen erstmal zum Schnellreisepunkt und dann gucke ich von da aus. Ich glaube, wir werden die Rüstung zwar sowieso nicht schmieden. Aber das Manuskript haben oder nicht haben? Hier noch richtig. Das eine müssten wir etwas mehr nach da. Da ist die Höhle. Aber gar nicht so weit ab. Ich erinnere das auch sehr an Skyrim so ein bisschen. Den Bergen. Nur in einer etwas sehr viel besseren Grafik. So, aber so. Slalom hier. Geralt. Sind wir jetzt zu blöd, um. Geralt will nicht mehr an Land. Geralt hat sich so sehr ins Wasser verliebt, dass er nicht mehr an Land möchte. So, wir reisen jetzt einmal nach hier oben. Vielleicht bringt Lars Bärenfälle von der Jagd mit. Ich könnte mir der Haus. Entschuldigung. Und mir fehlt noch ein Fuchspelz am Tag. Ein Fuchspelz? Dann hoffe ich einfach mal, dass wir jetzt das finden, was wir hier suchen. Ich leide immer so ein bisschen mit, wenn er irgendwo runterrutscht. Mich ein bisschen an den Ort, wo Ciri mit dem Baron gewesen ist. Aber das kann hier nicht gewesen sein, da wir wohl kaum urplötzlich nach Skellige gereist sind. Gargoyles. Jetzt. Die haben doch, warte mal. Wir müssen jetzt Konstruktöl sein da. Warte mal.
den Eisgenien. Verdammt, bist du hässlich. Ja, das sagt man mir oft. Hier ist auf jeden Fall was. Hier kommen wir auch ran. Bären-Silberschwert, okay. Gut, und dann als nächstes nur noch auf die andere Insel wieder. Da kriegen wir dann das nächste Stück dafür. Können wir uns gemütlich an die Hauptquest machen? Dann geht's leider wieder bergab. Wo ging es nochmal zu dem Herrn Dorf? Ich glaube hier lang. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Doch, Gott sei Dank. Das ohne auf die Karte zu gucken. Wenn ich jetzt noch den Schnellreiseposten finde, wäre es super. So, warte mal. Dann einmal hier hinten hin. Also weiter weg konnte man davon nicht den Pfeil hinstellen. Ja gut, aber dann haben wir wenigstens auch das letzte Manuskript dafür fertig. Gefunden, besser gesagt. Dann wollen wir uns damit nämlich auch nicht mehr weiter befassen. Dann können wir uns wunderbar an die Nebenaufgaben machen. Sind aber auch nicht mehr so viele. Ich denke mal, wir kriegen die Nebenaufgaben fertig und nochmal eine Quest zur Hauptstory. Hier ist erstmal so der grobe Plan. Da ja die ganzen Gewinnsachen wegfallen. Wie gesagt, ich muss mich da echt nochmal ein bisschen einfühlen, was Gewinn angeht. Aber ich glaube, lieben werde ich sie nie. Ich frage mich auch, warum sie nicht einfach das Pokern wieder mit reingenommen haben in das Spiel. Pokern aus den ersten zwei Teilen, das war super. Wir hätten auch im dritten irgendwie integrieren können. Das finde ich toll. Lass mich, ich töte euch gleich. So. Und wo finden wir die Höhle? Das Schlimmste ist, dass ich weiß, was wir darin finden werden. Ich bin kein Fan von Sirenen. Aasgestank. Nekrophag. Oh, das war knapp, Geralt. Ach so, Runde 9. Meine Ewigkeiten für. Zufällig richtig gegangen. Ach, warte. Wir schauen einfach, was es hier sonst noch gibt. Vielleicht gibt es hier noch was Interessantes, außer Ertrunkene, ne? Hm.
Frage ist, was zu bezweifeln. Ah, okay, an dem Wachturm. Kommen wir da noch ran. So. Hexeraufträge waren das noch. Ach Quatsch. War ich denn hier schon wieder? So. Dann einmal nach da unten hin. Halt. Ah, mal hinaus. Aha, die Ertrunkenen geben aber auch nie auf. Kümmern wir uns jetzt um den Wachturm. Wir jetzt sind da nochmal alles nieder. So, drei Hexeraufträge waren das, ne? So, die sollten doch leicht zu handeln sein. Wobei mir die Quest mit dem Drachen so ein bisschen Angst macht. Allein schon, weil ja Hexer eigentlich keine Drachen töten. Deswegen mal schauen. Bald wir aber in einem Dorf sind, werde ich mir ganz kurz eine Mini-Pause machen. Ich mal ganz kurz wohin. Deine Mutter hat dich rausgeschissen. Aber vorher regeln wir das hier. Jetzt. Oh, ihn habe ich gleich mit erwischt. Das ist praktisch. Löst einige Probleme. Kräuterschnappes. Ah, hier oben. Diamantstaub nehmen wir auch mal mit. Und einmal Schnellreise. Nach hier unten. So. Und dann mache ich einmal eine ganz kurze Pause. Und wir sehen uns hier dann auf jeden Fall gleich wieder. So, ich denke mal, ich bin so in 5 Minuten ungefähr wieder da und hoffe, dass jetzt hier... Warte.